Aber ich glaube, was bei dir ein großer Charakterzug ist, du bist bestimmt und du bist eine starke Persönlichkeit, so wie ich dich so empfinde. Und das kann man ja nicht einfach so. Also weißt du, was ich meine? Das ist schon auch gegeben. Also klar, du musst dich durchsetzen können, du musst stark sein, du musst auch Wille haben und du musst, was soll ich noch sagen, du musst wirklich rangehen. Jetzt privat gesehen, wie viel hast du mit Fußball sonst zu tun? Also wie bereits gesagt, mein Freund spielt Fußball, Viertliga. Ich gehe jeden Match schauen, den ich kann. Also das heißt, jedes Wochenende eigentlich auf dem Fußballplatz, wenn ich nicht gerade selber am Pfeifen bin. Dann hast du deine eigenen Einsätze natürlich. Das kann variieren zwischen dreimal pro Woche bis zu einmal im Monat. Das ist total unterschiedlich. Und dann natürlich halt, wenn Champions League oder Bundesliga läuft, bin ich vor dem Fernseher am Samstagnachmittag. Wunderbar, da kommen wir dann nachher noch darauf zurück zu sprechen. Zuerst, was sagt eigentlich dein Freund, dass du Schiedsrichterin bist? Ja, so ganz ehrlich, ich habe ihn so kennengelernt. Okay, auf dem Fußballplatz. Genau, auf dem Fußballplatz. Er unterstützt mich. Er ist auch an der Linie, wenn er kann, wenn ich nicht selber spielt oder lernen muss. Und ist wahrscheinlich stolz, oder? Er ist stolz, Freundin. Ja. Kann ich mir vorstellen. Wir haben Maxine Leutzinger, die eine Frage gestellt hat. Und zwar, wieso pfeifst du Männerspiele und nicht Frauenspiele? Ich pfeife beides. Das wird dir zugeteilt, da kannst du nicht wählen. Also du kannst klar sagen, ich möchte nur Frauenspiele haben. Ja. Ich hatte jetzt gerade gestern eins und man sieht schon einen ziemlich krassen Unterschied. Also vom Niveau her, was machst du lieber, Männer- oder Frauenspiele? Es ist beides cool zum Machen. Frauenspiele sind weniger intensiv, sind weniger anspruchsvoll, sage ich mal so. Also ich sage mal, gut, wenn du nicht so magst und nicht so kannst, dann Pfeifen, Frauenspiel, es ist wunderbar. Zickereien gibt es keine. Dass die Frauen untereinander, weil weißt du, bei uns Männern, zum Teil so hintendurch kann ich schon noch mal ganz böse Wörter gegen den männlichen Schiri. Ich spiele auch Fußball vielleicht so als Randnotiz und da kommen manchmal schon so, die darf ich jetzt hier im Fernsehen nicht sagen. Aber du hast sicher auch schon gehört, was da zum Teil kommen kann. Ist es bei den Frauen dann nicht auch so, dass man so hintendurch mal sagt, ah, die dumme Schlampe? Es kann sein, ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe bis jetzt noch nichts gehört. Noch nie konfrontiert? Nein, also ich habe auch nicht viele Frauenspiele gepfiffen bis anhin. Aber sie sind eigentlich auch anständig und manchmal habe ich das Gefühl, fast auf derselben Wellenlänge. Das ist auch okay so. Ja. Also jetzt sind wir wieder in das Schiedsrichterdings reingerutscht, jetzt wollen wir noch ein wenig mehr von dir wissen und dich ein wenig mehr kennenlernen. Jetzt machen wir 5 Blitzfragen. Lieblingsverein? BVB. Dortmund? Wunderbar. Lieblingsspieler? Kuba Blaschikowski. Wer gewinnt die WM? Also ich müsste jetzt eigentlich sagen die Schweiz, aber ich bin für Deutschland. Du bist für Deutschland? Ich bin für Deutschland. Ah, da haben unsere deutschen Kollegen dann Freude. Wieso Deutschland? Weil es verschiedene Spieler hat, die bei Dortmund spielen, die ich extrem unterstütze und mag. Und sie spielen einfach schönen Fußball. Zum Beispiel der Marco Reus. Ja gut, man kann sich drüber streiten. Gut, lass mir das. Letzte Frage. Dein Schiedsrichter-Vorbild ist? Das ist eine gute Frage. Howard Webb. Der Engländer. Der Engländer. Der bullige Glatzkopf. Exakt. Wieso? Was gefällt dir an dem? Er hat eine ganz klare Linie. Ja. Habe ich mir gedacht, dass du das sagst. Ja. Das gefällt dir. Ja. So bestimmt. Ja. Und wirklich, ich glaube, ich hätte auch Angst vor dem. Also ja, der Respekt. Ja. Ja, wenn der pfeift, dann ja, hältst du besser die Fresse, sonst... Exakt, ja. Genau, wir verstehen uns. Was sagt eigentlich deine Familie zu deinem Hobby? Deine Kollegen und deine Familie, was sagen die zu dem, dass du auf den Plätzen rumspringst? Also meine Familie steht absolut hinter mir. Sie unterstützen das. Mein Vater ist auch ab und zu am Spielfeldrand und schaut zu. Kritisiert er dich zum Teil? Nein. Also nie, was Entscheidungen oder Spielzüge auf dem Feld betrifft. Nein. Das kommt nicht vor? Nein, das kommt nicht vor. Also dass er zum Teil sagt, so, ja, Aureli, weißt du, in der 60. Minute, das war kein Abseits. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es jetzt ein bisschen fies ist, er versteht nicht so viel von Fußball, dass er das machen könnte. Ist nicht fies, das gibt es ja. Ist ja voll okay. Also meine Familie ist nicht so fußballbegeistert wie ich. Okay, wie du und dein Freund. Genau. Und jetzt kommen wir wieder so auf das Beziehungsdings zurück, wegen den Rummel und so weiter mit dem Maxim. Wieso ist das zustande gekommen mit dem Magazin? Also der Blick hat ja einen Artikel gebracht über mich.
Blick ist übrigens, schnell kurz für unsere deutschen Kollegen, das ist wie die Bild-Zeitung. Das ist so unser Boulevardblatt. Genau. Und dann hat mir der Verleger von der Maxim-Zeitschrift, der Boris Etzer, hat mich angeschrieben. Mhm. Und haben mich gefragt, ob ich das machen möchte. Mhm. Und da haben wir uns after work mal getroffen und das besprochen. Und ich habe einen Vertrag bekommen und also alles geregelt. Okay. Und so ist es dann zustande gekommen. Mhm. Ja. Du hattest meines Erachtens für ein so Maxim-Fotoshooting, bitte korrigier mich, wenn das nicht stimmt, hattest du noch relativ viele Kleider an. War das Absicht oder wolltest du das wirklich so? Was heißt viel? Ich meine, so viel ist es eben auch nicht. Ich wollte das aber auch so, ganz ehrlich gesagt, weil ich will noch ernst genommen werden auf dem Feld. Mhm. Und ich gestehe dir das jetzt so, es werden noch mehr Bilder rauskommen am 26. Juni. Ah, so darfst du das schon sagen? Ich darf es sagen, ich zeige sie dir natürlich nicht, aber ich darf es sagen. Nee, ist klar, aber wir haben ja sogar ein Bild bekommen. Da könnt ihr übrigens auf choice.ch könnt ihr das mal anschauen. Sehr, sehr schöne Bilder. Aber eben keine Nacktfotos, das käme auch für dich wahrscheinlich nie in Frage. Nein. Oder so in Posen und so weiter und so fort. Nein, kommt absolut nicht in Frage. Du verlierst auch deine ganze Autorität. Okay. Wir haben mit euch zusammen noch ganz viel vor nach der Werbung. Und zwar ist es sehr interessant, was Aurelie auch in Zukunft machen möchte. Und da könnt ihr selbstverständlich auch wieder Fragen stellen. choice.ch/live kommt zu uns mit in die Sendung. Stellt die Fragen jetzt bei uns im Chat. Jetzt gibt es einen kleinen Unterbruch, einen kleinen Break. Und wir sehen uns. Bis gleich.